Need for Speed World, ein weiterer Titel in unserer kleinen Retro-Reise, der dem einen oder anderen noch gut bekannt sein sollte. Need for Speed World erschien 2010 und ganz anders als seine Vorgänger und Nachfolger war es ein reiner Online-Racer. Es spielte in Rockport und Polmont, den zwei Städten aus Need for Speed Most Wanted von 2005 und Carbon. Die Welt war frei befahrbar und auch Polizei gab es. Diese allerdings verschwand irgendwann im Laufe der Zeit und wurde durch Events ersetzt. Ja, man konnte Verfolgungsjagd nur noch in speziellen Events haben. Es gab eine breite Palette an Autos und Tuning und sogenannte SB-Points, beziehungsweise diese Speed-Boost-Punkte. Quasi eine Währung, die neben der normalen Ingame-Währung existierte, die ihr allerdings für Echtgeld nur bekommen habt. Oder wenn ihr mal besondere Events oder so weiter gewonnen habt. Und ja, das war also mehr oder weniger Pay-to-Win orientiert. Das machte World damals aus. An sich eigentlich ein Traumspiel, bis auf diese Pay-to-Win-Sache. Denn alle, die Most Wanted und Carbon geliebt haben, sind einfach auf ihre Kosten gekommen. Beide Städte vereint, die man dazu noch mit seinen Freunden befahren konnte. Mit neuer Grafik, verbesserter zumindest. Und ja, das Gameplay ja, wich ein bisschen ab natürlich. Die Steuerung an sich war jetzt nicht so extrem anders, aber es gab zum Beispiel Fähigkeiten, die das Spielen komplett verändert haben in Bezug zu den anderen Games. Man hatte jetzt Sachen wie Blocker, Reifen reparieren, wenn man durchs Nagelband fährt oder Schockwellen und so weiter. Und ja, damit konnte man halt andere Spieler ab sozusagen. Und ja, das war schon was ganz anderes und musste halt auch teilweise mit diesen SB-Points gekauft werden. Und auch Nitro fiel unter diese Kategorie. Du hattest also nicht mehr wie gewohnt dein Nitro, was sich immer wieder selbst aufgeladen hat und so weiter. Nein, du hattest nur noch eine begrenzte Anzahl von Nutzungen. Und wenn du Pech hattest und keine mehr freigeschaltet hast oder gewonnen hast, ja, dann hast du halt gar kein Nitro mehr gehabt. Oder du hast eben für echt Geld ein bisschen reingepaint mit Speed-Boost-Points und dir da was gegönnt. Ne, also eine ganz komische Sache. Ja, und bereits 5 Jahre später wurden dann schon die Server abgestellt. Und das bedeutete für World einfach das Ende. Denn es war nicht mehr spielbar. Und das war schon ein bisschen unangenehm für Leute, die dort viel Geld für Autos und Tuning reingepumpt haben. Als Grund gab Söderland, der Executive Vice President der EA Studios zu dem Zeitpunkt, angeblich an, dass in den über 5 Jahren, die seit dem Launch von World vergangen sind, ja, sich die Art von zu spielen stark verändert hat und deswegen haben sie halt entschieden, die Server auch abzustellen, weil die Beliebtheit wohl irgendwie sehr nachgelassen hat und auch Updates, also wie gesagt, es wurde einfach abgestellt und vorbei, also mir kommt es eher gesagt leider so vor, als hätte EA wieder mal das Interesse verloren, da nicht genug Geld reingespült wurde, aber ja, im Grunde wie immer. Ja, und wie ich schon mal gesagt hatte, man muss ja nicht immer nur die Entwickler beschuldigen, so, ne, man hat ja jetzt hier auch einen Namen gehört, Söderlund zum Beispiel, ne, Vice President, whatever, ist schon eine hohe Stellung da. Ich dachte mir, gucken wir doch mal, was denn Leute, die für sowas verantwortlich sind, die sagen, ja, die Server werden jetzt abgestellt, was die denn noch so machen bei EA oder ob die überhaupt noch da sind. Und ja, Patrick Söderlund haben wir hier, übernimmt die Rolle des Chief Design Officer zum Beispiel, indem er mehr Entscheidungsfreiheit genießt, um unsere Produkte zu beeinflussen. Indem wir Patrick eine unternehmensweite Rolle übergeben, können wir die Vorstellungskraft von Spielern auf der ganzen Welt einfangen. Ha, okay, weil wir uns nicht nur stärker auf das Design unserer Spiele konzentrieren, sondern auch auf die übergreifende Energie, die wir jedem EA-Erlebnis zuteil werden lassen. Okay, ich lasse es hier noch eingeblendet, wer möchte, kann gerne mal ein bisschen weiterlesen. Also, ich weiß nicht, wie kommt ihr euch gerade vor, was denkt ihr euch dabei? Haben die unsere Vorstellungskraft bei Need for Speed gut eingefangen mit dem letzten Teil? Haben sie gezeigt, wie viel Energie sie jedem EA-Erlebnis zuteil werden lassen? Ich weiß nicht, Herr Söderlund, da kommt mir doch irgendwie so der schleichende Gedanke, dass da irgendwas nicht so hinhaut, ne? Die Ergebnisse von Onbound zum Beispiel sprechen ja für sich.
Auch was hier weiter steht unten, Patrick wird für die Spieldesigns der nächsten Generation verantwortlich sein und unsere Marketingteams in Sachen kreative Inhalte und Metaspielerlebnis beraten. Ja, haben wir ihm da jetzt den ganzen Anime-Kram auch zu verdanken oder war da vielleicht jemand anders zuständig bei Need for Speed zufällig? Aber ich meine, wer eine so hohe Position hat und sich dementsprechend überall in die Entwicklung einmischen kann, da würde ich auch mal sagen, ist irgendwas nicht so richtig. Da scheint er mir doch nicht so ganz der Gamer-Freund zu sein. Und irgendwie in Verbindung mit der Community zu stehen. Denn ich weiß nicht, also meine Vorstellungskraft, da kommt mal was ganz anderes vor Auge, wenn es darum geht, ein neues Need for Speed zu entwickeln. Ich meine, ich hatte mal angesprochen, ich habe ein komplettes Konzept für ein Videospiel im Need for Speed-Bereich gemacht. Ein ganzes Video gibt es da, über 40 Minuten, mit allem drum und dran, mit einer Map, mit einer Story, mit technischen Fragen, alles, was ein Spiel halt benötigt, ne, zusammen mit der Community. Und andersrum, ich glaube, das wäre sogar vielleicht ein lustiges Projekt, was wir vielleicht mal irgendwann machen könnten, einfach mal ein komplett neues Need for Speed, weil wir haben uns ja natürlich an den alten Teilen bedient, bei diesem Remake, bei diesem Konzept, was ich da gemacht habe. Wir könnten aber auch, ich könnte auch genauso gut Neues entwerfen im Kopf und mit Technik und bla bla bla, alles drum und dran, ne? Ich weiß, ist ein bisschen blablabla, aber ihr wisst, was ich meine. Ich habe so das Gefühl, dass da irgendwie so ein Söderland rumrennt oder Söderlund und gar nicht weiß, was er genau macht. Der muss, um wie viele Projekte kümmert er sich eigentlich? Dann machst du Need for Speed und dann hier FIFA und was EA da noch so an Games hat. Ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist. Man sollte sich schon mit der Materie richtig befassen. Er muss schon ein bisschen mehr Input haben von Need for Speed zum Beispiel jetzt. Und nicht nur so, oh ja, das könnte gut sein, oh, das kommt gerade cool so bei der Jugend oder was. Und dann floppt es halt wieder wie bei Unbound oder was. Naja. Ich meine, die Entscheidung, World offline zu nehmen, war ja auch schon so eine Sache, ja, wir haben keinen Bock jetzt weiter zu investieren. Wir glauben einfach oder sagen, es gibt kein Interesse an sowas. Weg ist er, aber ja, man sieht es ja auch daran, wie die an Bauen patchen und so weiter. Aber er ist ja auch nicht alleine zum Beispiel. Wir haben hier auf der Seite, habe ich nochmal gefunden, Laura Miele zum Beispiel wird unsere neue Chief Studios Officer und übernimmt die Verantwortung dafür, die EA Worldwide Studios zu führen. Ja, in den vergangenen beiden Jahrzehnten hat Laura unser Unternehmen fast jeden Bereich geführt, ob es im Studios, Marketing oder das Publishing geht. Laura hat umfangreiche Management-Erfahrung, ausgezeichnete Führungsqualitäten, exzellente Branchenkenntnisse und eine persönliche Leidenschaft für Spiele und Services. Okay, persönliche Leidenschaft für Spiele und Services, merken wir uns. Sie wird unsere Studios weltweit antreiben, unsere Transformation schneller voranbringen. Mit Laura und Patrick in neuen Führungspositionen wird der kreative Prozess im Unternehmen ganz neue Züge annehmen. Wir werden neue Erlebnisse für Spieler kreieren und innovative Technologien entwickeln. Ja, sieht nicht gut aus. Der Status von EA, ne, so die allgemeine Lage ist ja nicht so gut. Ich meine, wie die finanziell dastehen, ist eine andere Sache, aber so bei den Fans kommen die ja nicht mehr so gut an und ja, Leidenschaft für Spiele und Services, weiß ich nicht. Wie gesagt, in den letzten, wir bleiben ja bei Need for Speed und da habe ich null Leidenschaft irgendwie gefühlt vom Entwickler. Also wirkt, wie gesagt, alles hingeklatscht. Und ja, das ist, wie gesagt, ich glaube, es ist ein Problem. Die Leute befassen sich mit vielen Spielen, aber Spiele sind halt nicht gleich. Du kannst keinen Rennspieler mit einem Fantasy-Spieler zum Beispiel vergleichen. Es gibt zwar Leute, die spielen alles, so wie ich zum Beispiel, ne, die feiern halt alle so, aber es gibt halt immer noch Unterschiede und auch vor allem bei Need for Speed. Es ist halt auch anders wie in Forza oder so und ja, ich weiß nicht, anscheinend funktioniert das ja nicht so gut, ne? Weil die letzten 8 Jahre liefen ja mal so gar nicht im Sinne der Fans, mehr oder weniger. Und naja, ich will dir ja jetzt auch nicht komplett als böse Menschen darstellen, die jetzt für alles verantwortlich sind, das ist natürlich Quatsch. Und ich weiß auch nicht genau, wie aktuell dieser Beitrag dort ist, denn anscheinend bei EA ist das so eine Sache, die geben noch nicht mal Zeitangaben an, also das kann auch von vor 20 Jahren sein und ich reg mich hier zu Unrecht auf, aber das wäre ja Quatsch. Ne, World ist ja jetzt noch nicht so lange her, aber ja. Aber nur um mal grob zu gucken, was da so abgeht, ne, solche Seiten gibt's und da sollte man auch öfters mal reinschauen und auch mal solche Namen meiner Meinung nach
erwähnen, weil irgendwie kriegen am Ende des Tages immer nur die Entwicklerstudios den Senf ab oder den Hate von der Community, ob er jetzt Ghost Games ist oder Criterion Games. Und die wirklich Verantwortlichen, die EA leiten, denen der Schuppen da quasi gehört und die verantwortlich sind und die Ansagen machen, die sitzen dann da, ja, ich hab mein Geld verdient, reiben sich die Hände und schreien dann wahrscheinlich da irgendwie die Entwickler an, so, ja, ihr habt wieder Mist gebaut, bla bla, oder was ist da los? Keine Ahnung. Und dann war's so, ne? Ja, sollte man vielleicht mal ein bisschen weiter drauf eingehen und den ganzen Laden mal ein bisschen auseinanderrupfen langsam, weil man sagt immer noch EA, aber irgendwie die Namen dahinter, die Verantwortlichen, die kriegen irgendwie nie ihr Fett ab, ne? Aber gut, bevor wir noch irgendwelche EA-Fanboys triggern, ne, gehen wir mal lieber wieder zurück zu World. Wir weichen hier nicht vom Thema ab, aber ich fand das einfach wichtig, mal zu erwähnen, mal ein bisschen drauf einzugehen, wer da denn da so alles im Hintergrund eigentlich seine Fingerchen im Spiel hat, ne. Ja, World war offline. Glücklicherweise gibt's aber natürlich Modder, die die Vorstellungskraft der Spieler gut einfangen. Und kurze Zeit später war das Spiel wieder da. Es konnte offline gespielt werden durch eine Mod und kurze Zeit später dann sogar wieder online. Die Clips, die ihr hier im Hintergrund seht zum Beispiel, sind keine paar Tage alt. Wirklich, man kann noch online zocken. Ich war da jetzt, wie gesagt, neulich online, habe hier die Clips aufgenommen, bisschen in der freien Fahrt rumgeballert, ein paar Events gefahren. Und ja, und das Ganze ohne Pay-to-Win. Ja, ihr müsst da kein Echtgeld reinpumpen. Gibt da VIP-Fahrzeuge und alles, je nachdem, auf welchem Server ihr spielt. Und ja, so kann es gehen. Ein paar Modder kriegen jetzt anscheinend hin, da die Server online zu lassen. Und so ein riesiger, reicher Laden wie EA, der sieht das etwa irgendwie, ja, der sieht es halt nicht ein, oder was? Das musst du nämlich auch betrachten. Das ist ja, das kostet ja Geld. Die Server laufen ja nicht hier mit Luft und Liebe, wie sich hier manche Politiker vorstellen bei uns. Die Dinger verbrauchen Strom, kosten Geld und ja, sie sind halt trotzdem da. Und EA kriegt das nicht hin, aber ein paar Modder? Das ist doch so bescheuert, wenn man mal drüber nachdenkt. Da kann man nur den Kopf schütteln. Da sieht man wieder, es geht denen nur ums fette Geld. Sobald die nicht mehr richtig Zaster sehen, sch**ken die auf ihre Community. Leckt uns doch am Arsch, spielt doch was anderes, denken die sich anscheinend, und sind wieder weg. Dann nehmen sie einen einfach, boom, World weg, wo man vielleicht, weiß der Geil, wie viel Geld reingepumpt hat. Ich zum Glück nicht, aber ja, ist halt eine miese Nummer. Und ja, ich merke schon, ich heize mich hier gerade auf, ist es schon warm genug, Leute. Aber naja, wenn ich ein bisschen über die Stränge geschlagen habe, tut's mir leid, ich entschuldige mich. Aber ja, viele haben halt gefragt, hey, wo ist denn World geblieben, weil ich ja schon mal ein Video zu Need for Speed gemacht hatte, was gut angekommen ist auch. Danke für die ganzen Likes und Kommentare. Ich habe versucht, alles Mögliche zu beantworten. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ihr habt das hier jetzt. Ich wollte dazu ein extra Video machen, weil ich das Thema schon ja, brisant finde. Ne? Ist halt, World war ein gutes Spiel. Und ja, EA kriegt halt in meinen Videos oft sein Fett ab, aber muss ja auch sein, geht ja nicht anders. Ne? Ihr könnt natürlich sagen, du übertreibst voll und ja, okay, lasst euch weiter auf der Nase rumtanzen. Kauft weiter blind die Spiele, lasst euch ver... ist auch euer Geld, ist auch alles gut. Aber ich finde, man sollte Kritik äußern, muss man auch, sonst ändert sich da nichts. Ich meine, durch mich ändert sich da jetzt auch nichts, ist klar. Aber im Großen und Ganzen müssen die Leute mal ein bisschen aktiver werden und denen mal zeigen, wo da der Hammer hängt. Das Beste wäre auch, die ihr nächstes Projekt EA Sport FC oder wie das da heißt, weil die ja die Rechte an FIFA verloren haben, wegzucanceln. Kauft euch die Scheiße nicht, kauft euch, keine Ahnung, Pro Evolution Zocker oder irgendwas anderes. Wenn ihr den Schuppen da nicht mal spüren lasst, dass ihr im Grunde den längeren Hebel in der Hand habt, dann ändert sich da auch nichts. Und das Gleiche gilt für Need for Speed, ne? Naja, bedauerlicherweise habe ich noch eine Kleinigkeit mitzuteilen. Und zwar, als das Unbound-Video bei mir online ging, der erste Versuch schlug fehl aufgrund von irgendeiner Millisekunde von einem Song oder so. Urheberrecht, bla. Und im Zuge dessen beim Löschen habe ich aus Versehen das Video mit den 100 Cops und so weiter gelöscht. Und jetzt ist es weg. Und ich dachte, ich fress mein Bad. Jetzt ist vorbei. Ich krieg kaputt. Ja, es war so stockheiß hier oben, ne? Wo ich hier am Schneiden bin und so weiter. Und ja, ist es weg, aber ich hab's noch auf der Festplatte, das gerendert. Ich werde es irgendwann re-uploaden. Ich lasse da jetzt halt ein bisschen Zeit verstreichen, weil ihr kennt es halt, das Video, ne? Vielleicht füge ich auch noch ein paar neue Szenen hinzu. Keine Ahnung, wenn ihr da vielleicht noch eine Idee habt, schreibt es nebenbei in euren Kommentar.
was ich da machen soll oder so, irgendwas hinzufügen, damit das Video auch wieder, ne, dass da irgendwas Neues drin ist. Einfach nur so ein Re-Upload, weiß ich nicht, fühle ich nicht. Ja, und gut, so viel dazu. Das ist, wie gesagt, jetzt hier ein brisant gewesen, das Video. Ja, ich habe wieder ein bisschen auf die Kacke gehauen, aber was willst du machen? Den muss man ja gefühlt eher die Meinung reinprügeln. Bringt tut es am Ende sowieso nichts. Ne, die große Masse an Spielern entscheidet am Ende, was da passiert. EA macht halt schon seit Ewigkeiten solche Faxen mit ihren Games. Und ja, World. Wie gesagt, immer noch spielbar über bestimmte Seiten, hier Soapbox und so weiter. Ne, da muss man sie hier und da ein paar Sachen installieren, dann kann man es wieder online spielen, wie ihr hier seht. Aber jedem selbst überlassen, ob man versucht oder nicht. Hier und da haut irgendein Antivirus auch gerne mal eine Meldung raus. Ja, oh, hier ist ein Virus und bla bla bla. Aber das macht er sogar bei Carbon, wenn ne Dings, da ja, gibt es so eine Mod, dass du dein Auto viel besser tun kannst. Das, mein Programm zum Beispiel sagt immer, boah, das ist voll das Virus, Alter. Naja, ich bin raus an der Stelle. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr World gezockt habt und ob es euch wehgetan hat, dass das Spiel ja von uns gegangen ist. Ja. Von offizieller Seite zumindest, wie gesagt, spielbar ist es ja noch. Also dann, ich bedanke mich. Lasst gerne ein Like da, abonnieren nicht vergessen, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank und auf Wiedersehen.